just forever, ever, or never mind. Oh, I. So, einen wunderschönen seid gegrüßt zu einer neuen Ausgabe des Frustvlogs, und zwar die 24. Folge, das Resümee der KW24. Für die Leute, die immer noch nicht gecheckt haben, was KW heißt, es ist die Kalenderwoche, die gemeint ist. Und das heißt, wir nähern uns der Hälfte des Jahres. Und denkt dran, ich habe euch gesagt, ab der 26. KW nerve ich euch, dass ihr eure Weihnachtsgeschenke langsam kaufen müsst, weil dann ist nicht mehr lang hin. Weihnachten kommt immer so plötzlich, ihr wisst Bescheid. So, Thema heute, Frustvlog KW24. Das ist eine kleine Special-Version und beschäftigt sich mit dem Thema ASMR, Trend oder Parodie. Und bevor ich darauf eingehe, was ASMR ist oder was ASMR sein könnte, schauen wir nochmal kurz rein in die Feedback-Runde. Und zwar zack. Und gucken uns mal die letzte Folge an. Die extrem steif ging. Also die lief ja mal mega gut, die 23. Ausgabe. Vegan oder nicht, es ist doch etwas, was relativ viele Leute beschäftigt. 146 Aufrufe, also Respekt, hatte ich nicht damit gerechnet. Dafür vielen Dank, auch für die Kommentare. Vielen Dank dafür. Komm, auch mal, brauchen wir nicht. Denn da sind einige zustande gekommen an Kommentaren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so alles zusammenfasse, seid ihr da zum größten Teil meiner Meinung, dass Ernährung ist so ein Riesenthema und vegan, also unbedingt vegan muss man nun nicht sein. Ein Stück Wurst, ein Stück Fleisch darf immer mal sein, und vor allem jeder muss das für sich selber entscheiden, und so wie Peter halt vorgeht, sind wir doch ein bisschen anderer Meinung, da wir sagen, hier pass auf, ein Stück weit müssen wir alle intelligenter mit unserer Ernährung umgehen, ein Stück weit auch bewusster unsere Lebensmittel konsumieren und sie dementsprechend auch einkaufen. Und ich denke, dass diese ganze Massentierhaltung, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, wenn es da eine ganz andere Produktionsgedankengut gäbe, also wenn man wesentlich weniger Tiere züchten würde und da einfach das Angebot des Fleisches und der Wurst einfach ein Stück weit verringert, ich glaube, dann kann sich das einpendeln, dass man auch nicht mehr dieses Problem hat mit der Massentierhaltung oder nicht mehr dieses extreme Problem. Aber heute geht halt sehr viel über Profit. Es ist überall ist Geld mit im Spiel, und ganz ehrlich, so vielen Landwirten, die kämpfen jedes Jahr um ihre Existenz, und das muss intelligenter gehen, also da müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal ran, und nicht irgendwann, sondern eigentlich schleunigst. Aber ich finde es gut, dass wir uns alle hier einig sind. Also es ist klar, wir möchten nicht auf unser Fleisch und unsere Wurst verzichten, der eine oder andere ja, der andere nein. Was aber entscheidend ist, jeder entscheidet über seine Ernährung selber, sollte sich da auch ein Stück weit informieren, auch über die Ernährung, anderen Ernährungsarten, die es noch so gibt, und sich nicht erstmal im ersten Moment drüber lustig machen, so wie ich das heute in dieser Folge machen werde, aber über ein anderes Thema. Das ist so die andere Geschichte, um einen kleinen Spannungsaufbau zu machen. Und das wollte ich nochmal abschließend dazu sagen. Wie gesagt, vielen Dank an eure Statements. Auch ganz neu Nicole mit ihrer Meinung. Sven hat sich mal, ist auch mal wieder da. Hallo Sven, liebe Grüße an dich. Aber ganz klar, Rabbi und Andi, ganz klare, wichtige Stammkandidaten hier des Frustvlogs. Ohne euch würde dieses Ding fast gar nicht funktionieren, weil ich warte schon immer darauf, dass eure Meinungen kommen, denn ich freue mich da immer sehr drauf, und ihr seid ein ganz wichtiger Bestandteil von, deswegen an dieser Stelle nochmal ganz lieben Gruß an euch beide und vielen Dank dafür. So, dann wollen wir uns mit dem beschäftigen, worum es eigentlich heute gehen soll. Und zwar muss ich da hier mal kurz ein bisschen was wieder ausblenden. Das heißt, das geht kurz raus und das geht kurz raus. Und dann seht ihr ASMR. Und ASMR ist etwas, das wusste ich vor ein paar Tagen, wusste ich auch noch nicht, was das war. Und habe mich dann einfach mal übers Wochenende lang damit beschäftigt, was ASMR ist. Nein, ich kann euch schon mal sagen, es ist keine LSD-Droge. Nein, es ist auch keine ADHS-Krankheit, eine neue oder eine Steigerung davon, sozusagen die Hyperventilation von ADHS. Nein, ist es nicht. Sondern ASMR, und da gehe ich gleich mal in die Google-Anfrage, denn wie gesagt, das ist letzte Woche über mich drüber gestolpert, oder ich bin darüber gestolpert, und ASMR ist nichts anderes als ein Astronomus Sensory Meridian Response, also im Grunde heißt es nichts anderes, es geht um statisch
ähnliche und kribbelnde Gefühle, die auf der Haut eingedrückt werden oder auf der Kopfhaut, und die wird in eine audiovisuelle Spur gelegt. Das heißt, es gibt Menschen, die machen Videos, ich zeige euch da nachher noch gleich eins, ja, wie sie uns mit ihrer Stimme und mit Geräuschen audiovisuell stimulieren, so dass wir zur Ruhe kommen, dass wir entspannen können. Und es gibt ja ganz viele Entspannungsbereiche, es gibt ja Entspannungsmusik und alles Mögliche. Und da nochmal ganz lieb Grüße rüber zu Sir Evans und an Carpe. Die haben das in letzter Zeit auch mal. Die haben Grußkarten entwickelt also Carpe hat eine Grußkarte entwickelt, die ist sehr schön, die kann man sich angucken. Unten ist da Link in der Beschreibung, wie auch alle anderen interessanten Quellen sind unten nochmal in der Beschreibung drin. Aber auch Sir Evans hat Entspannungsvideos gemacht mit einem kleinen Gruß, dass man sich einfach mal zurücklehnen soll. Das kommt auch in diese ASMR-Geschichte mit rein. Das möchte ich auch nicht angreifen. Das finde ich ganz gut. Momentan vermisse ich ein bisschen die Talk-Streams von Carpe und zu Evans. Aber ich glaube, das hat andere Gründe. Von daher, ich hoffe, dass die bald wiederkommen. Denn die fehlen mir wirklich. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht so. So, ASMR, wie gesagt, das ist so. Es geht darum, um dieses typische Massagen. Dass man, ja, massiert wird. Also ihr wisst ja, vielleicht wart ihr in eurem Leben schon mal in einer Massage oder seid schon mal Gönner davon gewesen. Und das Ganze geht in die Audiospur. Das Ganze wird übertragen. Das heißt, ihr werdet nicht mehr real angefasst, sondern ihr werdet mental angefasst. Ja, ihr versteht, was ich meine. Und das Ganze hat auch noch einen Hintergrund. Und zwar habe ich einfach mal da weiter recherchiert, was das Ganze ist. Und das Ganze ist ein YouTube-Phänomen, was es sogar schon seit 2010 gibt. Und zwar wurde das schon vorher in der Werbung sehr gerne angenommen, dass man da einfach besondere Klänge noch mit reinsetzt in die Medien, um dem Zuhörer und Zuschauer da zusätzlich Geschmack und Interesse zu schaffen. Und wer da auch drüber gefallen ist, ist zum Beispiel Bob Ross, wer das kennt, seine Videos. Der geht auch in diese ASMR-Videos mit rein, also wird da mit reingerechnet. Und ja, das ist halt ASMR. Damit ihr überhaupt mal eine Vorstellung bekommt, was das Ganze ist. Wie gesagt, ich hab das letzte Woche durch Zufall entdeckt, dieses Thema. Und das wurde immer größer. Ich mache hier mal ein paar Felder zu, weil wir jetzt gleich was gucken wollen. Dieses Feld wurde halt immer größer und irgendwann ist da ein eigenes Konzept entstanden. Und natürlich leider auch, ich kann das Ganze nicht annehmen. Bis hier ist dieser Punkt, wo ich es ernst nehme. Auch das, was Sir Evans und Carpe gemacht haben und auch andere in dem Bereich, nehme ich das Ganze auch ernst. Dass das hier richtig großer Marktanteil ist und dass es davon richtig viel gibt, auch viele Leute, die das machen. Und dann habe ich das Ganze bei Google gesucht und da ist Folgendes bei rausgekommen. So, wenn ihr ASMR Deutsch eingibt, dann findet ihr das hier in der Suchanfrage. Ja, Anna Wispers ist eine der bekanntesten ASMR Deutsch, also im deutschen Markt, die Videos machen. Von ihr habe ich kein Video vorgestellt, weil das ist immer so eine Sache, nicht, dass ich hier gleich wieder einen Strike bekomme, also habe ich noch nicht, aber man weiß ja manchmal nie. Ja, dann hier, das gucken wir uns gleich mal an, komm in meine Arme, ich fand das sehr schön, das passt auch zu, der Frustblock wird viel von Männern geguckt und das ist heute auch nochmal so eine Geschichte, hier wird mit Reizen gespielt, gucken wir uns gleich mal an, ich habe schon offen, habe schon mal reingehört, es ist sehr interessant, es ist sehr amüsant, schauen wir uns gleich mal rein. Was ich aber genial finde ist, hier hauchen junge Menschen, vielleicht auch ältere Menschen, in ihr Mikrofon und tun mit Geräuschen jemanden zu stimulieren. Bis zu diesem Punkt finde ich es noch okay, wir schauen gleich in eins mal rein. Und dann habe ich das hier gelesen, Roleplay. Ja, hier schneiden Menschen die Haare und machen da eine ASMR-Geschichte draus, wo ich denke, alles klar. Ja, bulgarische Lehrer. Also es gibt verdammt viele Videos und das Problem ist halt wirklich, ich bin dafür nicht reif für diesen Marktanteil oder für dieses für diese Schiene, diese Schublade. Ich habe keine Ahnung, wie ich das am besten nennen soll. Ich merke nur, wie ich mich darüber, also es ist auch sehr schön, Sleep Clinic, schneichen die mir was vor. Es ist extrem, also ich zeichne nicht. Andi, mach mal sowas hier, ASMR und zeichnen. Du bist viel zu lieb für diese Welt. Und das ist, guck mal, es gibt Leute, die machen damit Klicks hier. 1029, ich weiß gar nicht, was los ist. Und das ist auch relativ aktuell noch, vor einem Tag. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt mal in eins rein und ihr seht mal, was ich hier meine. Auf jeden Fall, es gibt richtig viele ASMR-Videos. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wir gucken in eins rein. Das ist die ASMR für Männer. Ich hoffe, er macht es gleich auf. Jetzt ist auch Fürsorge nach einem harten Tag. Und ich würde sagen, ich halte mal die Bappen. Und lass sie mal reden und dann kriegt ihr mal einen Eindruck, was das hier ist.
Verdammt. Ich muss mal kurz meine Musik hier im Hintergrund aushören, dann kriegt ihr das mal mit. Die nuschelt so sehr, es ist der Wahnsinn. Ich muss hier mal kurz. Die Musik ausmachen. So, jetzt gehen wir zurück. So. Und jetzt kann es hier direkt weitergehen. Sorry dafür. Ist es schnell? Ist es Hagel? Du bist im Hagelsturm nach Hause gegangen. Warum machst du denn sowas? Konntest du nicht etwas länger auf der Arbeit bleiben? Okay, aber vielleicht irgendwo an der Stelle. Der kleine Dummkopf. Das heißt sich doch nicht so nach Hause. Das ist schon okay. Ich kann warten. Du sollst doch besser auf dich aufpassen. Was mache ich denn? So, ich unterbreche das mal hier. Sorry, dass ich hier euch mal kurz reinstürze. Also das ist zum Beispiel ein ASMR-Video. Die Leute sprechen sehr leise, sehr nah an ihrem Mikro und versuchen darauf zu achten, dass sie nicht rumschreien, so wie ich das jetzt hier gerade tue. Ich lasse einfach mal diesen Bildausschnitt, da haben wir alle mal was davon. Wenn Gartner, schickt den Link Gartenarche, der freut sich darüber, wenn er mal eine hübsche Frau, wenn mal jemand einen hübschen Menschen sehen darf. Gartenarche, ich hab dich auch lieb. Auf jeden Fall, das ist ASMR. Also das heißt, man ruhig, man spricht mit sehr leiser, mit sehr ruhiger Stimme und auch nicht so schnell wie ich sonst immer wieder über irgendeine Thematik und ja, unter anderem auch über Roleplay, ja, oder im ganzen Roleplay. Man schneidet einem die Haare und das ganz leise. Dinge, die ich persönlich nicht kann. Also ich kann nicht leise reden, aber ich habe mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Also wie gesagt, ich will das nicht doof machen. Ich bin einfach nicht reif dafür. Wenn ich das anhöre, tut es mir leid. Ich kriege so ein fettes Grinsen drin und muss leider schallernd lachen, weil ich nicht den Entspannungsgrad finde, sondern einen Belustigungsgrad finde. Hat ja auch eine Reaktion, ist ja auch nicht schlecht. Auf jeden Fall hätte ich nie gedacht, dass da so ein riesiger Marktanteil dahinter steckt und dass es so viele Videos davon gibt. Also ich habe das eigentlich so klein als Nischenfach gehalten, aber das ist, ja. Das ist, auch wenn man hier guckt, also es ist alles aktuell. Wie gesagt, tut euch den Spaß selber mal an. Worauf ich aber eigentlich möchte, warum auf das Ganze hier ein Special ist. Das Ding ist, ich habe mich immer, wie gesagt, mit einem ASMR-Geschichte habe ich mich auseinandergesetzt. Ein bisschen recherchiert, was es ist. Das habe ich euch jetzt gerade gezeigt. Ihr könnt das, wie gesagt, alles mal nachlesen. Und Special möchte mich nochmal hier ganz offiziell für die 300 Abos bedanken, die wir letzte Woche erreicht haben. Vielen Dank dafür. Mal gucken, was wir noch für Ziele dieses Jahr erreichen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darüber, über jeden Abonnenten, der noch dazukommt. Ansonsten freue ich mich über die Menschen, die schon da sind, denn die meinen Humor verstehen, die meinen Mist mitmachen, meine Dummheit weiter streicheln. Deswegen gibt es für euch eine kleine Special-Version heute dieses Frustvlogs, denn dieser Frustvlog besteht aus zwei Teilen. Ja, es gibt nicht nur diesen Frustvlog, den ich jetzt hier gerade versuche abzumoderieren, sondern es gibt auch noch einen zweiten Teil. Und diesen Teil habe ich schon vorproduziert, denn das musste ich machen, sonst hätte ich jetzt nicht darauf verweisen können. Und habe ihn auch schon hochgeladen auf YouTube. Er ist noch nicht veröffentlicht, aber ich schalte schon mal rüber. Und zwar habe ich meine eigene ASMR-Version gemacht. Natürlich eine Parodie. Wie gesagt, ich kann das leider nicht ernst nehmen. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die das wirklich ernsthaft betreiben und damit auch sich wohlfühlen mit dieser Kunst. Macht es bitte weiter. Lasst euch von mir bitte nicht runtersauen oder ähnliches. Gibt mir dafür ein Dislike. Kann ich mit leben. Habe ich ein Statement bekommen. Ist für mich völlig okay. Also das ist, ihr macht bitte eures, macht das bitte professionell. Ich habe es einmal in einem Video probiert. Das Video geht ungefähr 9 Minuten, knapp 10 Minuten. Ich habe wirklich versucht, leise zu reden und auch langsam zu reden. Und vor allem euch auch ein bisschen Inhalt mit rüberzubringen. Und nicht nur einfach, wie schön ich bin und wie toll ich die Haare habe, sondern auch ein bisschen mit Inhalt. Alles gut, Paulchen, ich komme gleich. Und wie gesagt, das würde ich euch gerne ans Herz legen. Gönnt es euch. Es ist sehr amüsant. Ich habe versucht, ein bisschen Dialekt mit reinzutun. Ihr wisst ja, dass ich nur mal aus dem Ostdeutschen, dass ich aus dem Osten von Thüringen komme und damit ein direkter Nachbar zu Sachsen bin. Das heißt, ich habe gewisse Einflüsse nach Sachsen, habe ich schon, und dazu stehe ich auch. Und ich habe euch einfach mal
meinen Kulturausflug vom Wochenende da sozusagen leise vorgesprochen. Und vielleicht müsst ihr mit mir genauso dumm grinsen und wie ich das in der Wiederholung, als ich mir das nochmal angehört habe, ob alles in Ordnung ist. Ich fand es sehr lustig, ich musste da schon feiern drüber. Von daher, ich gönne euch was. An der Stelle bin ich raus. Schaut euch mal hier in das zweite rein. Alles ist natürlich wieder verlinkt, einmal unten in der Videobeschreibung. Das Video ist auch nochmal rechts oben in der Infobox verlinkt. Und ansonsten sollte es direkt mit dran sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass. Mal schauen. Entweder gibt es meinen Kanal morgen wieder mal nicht oder er geht viral oder einfach nur. Es Leben geht so weit wie bisher. Ist auch schön. Von daher, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn dieses Video online geht. Ich habe natürlich auch Text ordentlich reingetan, damit das Ding hier schön in der ASMR-Schublade landet. Von daher, ich bin sehr gespannt, ob das zerfetzt oder nicht. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns im nächsten Fußvlog. Ciao.